Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Sie gestatten mir, dass ich gleich beim Herrn Ingenieur Hofer beginne. Die Bedrohung des österreichischen Arbeitsmarktes mit eventuell kommenden zahnärztlichen Assistentinnen zu begründen, heute ehrlich gesagt für wirklich sehr weit hergeholt. Weil wie viele Österreicher fahren denn heute nach Ungarn und machen dort Zahnreparaturen und umgehen so unser österreichisches Sozialsystem, weil sie dann im Nachhinein die Rechnung einreichen. Reden wir da einmal sehr offen und ehrlich, bitte. Und es fahren sehr viel mehr Österreicher nach Ungarn, als wir eventuell zahnärztliche Assistentinnen nach Österreich kommen. Das ist einmal Punkt 1. Punkt 2, ich habe, glaube ich, viel mehr Ahnung, als was Sie glauben, weil was Sie nämlich, ich gehe nämlich zu Zahnärzten relativ leider sehr oft, und dort haben wir schon sehr viel Personal, was nicht in Österreich geboren ist und gerne hier ist. Weil was Sie nämlich überhaupt übersehen, wir haben heute schon, was gut ist, was nicht negativ ist, ganz, ganz legal, 99.000 EU-Bürgerinnen und Bürger aus den Mitgliedstaaten, um die es geht, ganz legal bei uns in Österreich beschäftigt. Mit Stand September 2010 sind die Menschen ganz legal hier. Punkt 1, sind 99.000. Die zahlen hier Steuern, die zahlen hier Abgaben und haben natürlich Anspruch auf das, was mit den Steuern und Abgaben verbunden ist. Und viele davon sind Tagespendler. Ja, genauso wie viele Oberösterreicher Tagespendler nach Bayern sind, viele Vorarlberger Tagespendler in die Schweiz sind und in die Bundesrepublik, viele Tiroler, zwischenzeitlich auch Kärntner nach Slowenien, unter anderem zur Firma Gorenje und Elan und. Und da haben wir das alles jetzt einmal vergessen. Ne? Ich glaube, wir sollten zu dem stehen, was wir uns alle gemeinschaftlich verpflichtet haben. Das ist einmal Punkt 1. Und zur Mindestsicherung, Herr Ingenieur Hofer, ich glaube, Sie haben es nicht verstanden, das System. Das System der Mindestsicherung ist aufgebaut, natürlich nicht auf Wegschauen, sondern auf Hinschauen. Herr Hofer, was Sie wollen, ist ein Kontrollstaat. Und das ist das, was ich ablehne. Sie wollen hinter jedem Mindestsicherungsbezieher einen Kontrolleur, der schnüffelt, was der Mindestsicherungsbezieher tut. Wir haben uns auf ein anderes System beschäftigt. Wir haben uns auf das System verständigt. Hinschauen, einladen, kommen. Nicht kommen heißt Sperre der Sicherung. So einfach ist das System. Weil warum hätten wir denn zum Beispiel bei einem AMS-Bezug pro Jahr 93.000 Sperren? Weil durch dem, was Sie behaupten, hätten wir das alles nicht. Wir sperren aber bei 93.000 Fällen den AMS-Bezug. Und reden Sie einmal mit diesen Menschen, wie so eine Sperre auf Sie sich auswirkt. Das ist eine Erziehungsmaßnahme des Goldes wert. Sind immerhin 11% derjenigen, die bei einer AMS-Kundinnen und Kunden sind. Wir schauen nicht weg. Wir schauen schon hin, was mit unserem Steuergeld passiert, und wir schauen schon hin, dass das sinnvoll auch investiert wird. Und wenn heute hier verlangt wird, wir brauchen einen gesetzlichen Mindestlohn. Auf den ersten Blick schaut es natürlich toll aus, gar keine Frage. Schauen wir ein bisschen hinter die Kulissen. Schauen wir mal zu den Ländern, die sowas haben. Hat sich dort etwas an der Gerechtigkeit verändert? Na, überhaupt nicht. Wir haben in Österreich ein System entwickelt, seit 50, 60 Jahren, wo wir nicht 95%, sondern 99% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Kollektivverträgen erfasst haben. Und wir haben heute bereits fast 85% der Kollektivverträge über 1200 und haben die wesentlichsten Kollektivverträge in diesem Land, ohne auf die anderen jetzt zu vergessen, weit über 1300. Die wesentlichsten Kollektivverträge, das Baugewerbe beginnt bei 1370, der Sozialsektor bei 1314, das Metallgewerbe bei 1400, der öffentliche Dienst bei 1400 und.
Das kann man alles durchgehen. Wir haben noch ein paar an der Schwelle, wie zum Beispiel, und so hoffe ich, in den nächsten paar Tagen erledigt werden wird, die Frage beim Handel. Weil wenn der Handel diese Verhandlungen jetzt abschließt, sind sie auch schon drüber, weil sie sind der Handel. Der niedrigste Handelsbezug ist derzeit 1293 Euro. Der niedrigste Handelsbezug, das ist der Lagerarbeiter. Alle anderen sind drüber. Aber wenn wir das dort auch erledigt haben, haben wir es auch erledigt. Und demzufolge die Handelsangestellten, die angelernten Handelsangestellten sind noch etwas darunter. Was ich damit sagen will ist, ich glaube, dieses System hat sich sehr bewährt. Und um was geht es denn wirklich, wenn wir davon reden, von Working Poor? In Wahrheit geht es nicht um die Vollzeiten. In Wahrheit geht es darum, dass wir eine sehr, sehr hohe Anzahl an Teilzeitbeschäftigungen haben. Und da können wir darüber reden, ob diese Teilzeitbeschäftigungen immer Freiwillige sind. Zu 50% werden sie sein. Zu 50% werden es auch jene sein, wo in der Branche nichts anderes mehr angeboten wird. Und ich möchte auch nur bitten und ersuchen darum, wenn wir über Beschäftigtenzahlen reden, reden wir über die richtigen Zahlen, sind 214.000 Beschäftigungslose gewesen Ende September. Und wir sind weiterhin, und auf das können wir, glaube ich, auch stolz sein, auch wenn die 214.000 immer noch ein großes Problem sind, wir sind Europameister. Wir sind Europameister und wir tun wenigstens versuchen und uns bemühen, mit diesen Schulungsmaßnahmen die Menschen, und wir haben bei den Schulungsmaßnahmen viel gelernt, die Menschen sinnvoll diese Zeit auch zu nutzen, zur Qualifikation und zur Weiterbildung. Und was uns alle gemeinsam hier beschäftigen sollte in diesem Saal ist, dass 40% derer, die arbeitslos sind, als höchste Schulbildung nur die Pflichtschule haben und sehr oft nicht einmal das. Das sollte auch uns allen gemeinsam zu denken geben, weit weg vom parteipolitischen Hickhack, uns zu denken geben, wie können wir diese Menschen auch ganz einfach zukunftsfitter machen und ihnen Ausbildung zukommen zu lassen. Und was ich Sie alle einlade, ist, auch mitzuwirken. Bei den Familien, in der Schule, aber vor allem auch bei den Familien mitzuwirken, dass wir eine weitere Zukunftsvision umsetzen. Nämlich die Zukunftsvision, dass jeder Jugendliche nach der Pflichtschule eine Ausbildung machen muss. Wir garantieren im Moment, dass er eine Ausbildung machen kann. Und das tun auch sehr viele. Mit unserer Ausbildungsgarantie der Bundesregierung ist es uns auch geglückt, die geringste Jugendarbeitslosigkeit von allen europäischen Ländern zu haben. Und damit auch zu verhindern, dass Frustsituationen, wie sie zum Beispiel derzeit in Frankreich in einigen Städten vorkommen, bei uns so nicht vorkommen werden. Weil wir den jungen Menschen eine Antwort geben. Nämlich die Antwort geben, hier ist der Weg in deine Ausbildung. Hier ist der Weg in deine für deine weitere Zukunft. Und arbeiten wir doch alle daran, dass in Zukunft es für uns klar sein muss, Pflichtschule absolviert und es muss weiter eine Ausbildung geben. Ganz egal, welche Ausbildung. Eine AHS-Oberstufe, eine Berufsausbildung, es ist vollkommen egal. Aber arbeiten wir doch gemeinsam daran, dass junge Menschen nach dem 15., 16. Lebensjahr in eine Ausbildung hineingehen, um ganz einfach hier weiter für die Zukunft ihnen den Lebensweg besser zu ermöglichen. Wissend, dass es da oder dort dann Änderungen geben wird, ja. Aber ich glaube, wir haben mit diesem österreichischen Weg, den wir derzeit sehr oft schon exportieren, weil viele europäische Staaten sich unsere Ausbildungsgarantie zwischenzeitlich abschauen kommen und ganz einfach auch kommen schauen, wie können wir hier Dinge tun. Mit diesem österreichischen Weg haben wir, glaube ich, ganz einfach etwas erreicht, nämlich jungen Menschen zu sagen, hier ist der Weg in deine Zukunft, in eine positive Berufsausbildung, auch wenn es nicht gleich eine betriebliche ist, über den Umweg der überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen. Das möchte ich dazu sagen. Und ansonsten ist zu dieser Novelle schon alles gesagt worden, oder ich brauche das alles nicht wiederholen. Es ist keine, im Kinder- und Jugendbeschäftigungsbereich sind ein paar Dinge ein Fortschritt, aber ich glaube auch hier im Vertretungsrecht, um das es geht, gibt es hier eine Weiterentwicklung. Und ich kann nur ersuchen, bleiben wir bei unserem österreichischen System, Löhne über Kollektivverträge festzulegen. Dankeschön.
Sozialminister Hundstorfer sieht keine Bedrohung des Arbeitsmarkts durch den kommenden Wegfall der Zugangsbeschränkungen. 99.000 EU-Bürger arbeiten derzeit in Österreich und zahlen hier Steuern. Karl Oehlinger von den Grünen.